Alle, wirklich alle sind Opfer der Massenmanipulation, der Massengehirnwäsche, der Massenpropaganda. Daraus gibt's nur noch zwei Rettungswege, wenn überhaupt, denn ceterum censeo, dass die Menschheit intelligenzmäßig das nicht mehr schafft. Die Diktatur der Sparten ist wahrscheinlich so stark. Ich zeig mal ein paar Bilder zur Diktatur der Sparten. Wo haben wir's? Diktatur hier. Die Diktatur der Sparten, in der wir seit mindestens 140.000 Jahren, höchstens circa 300 bis 400.000 Jahren leben, in der die Wohlfahrts- oder Sozialsparten, Weltsozialsparten, Nahrungssparten, von all diesen Sparten staubt quasi eine unendliche Gehirnwäsche in unsere Gehirne hinaus. Die Waffensparten, denken wir an die vielen jungen Menschen, die mit Hurra in den Tod im Ersten Weltkrieg gerannt sind und so weiter. Also welche, da sieht man, welche Gehirnwäsche Massenpropaganda und Massenmanipulation eben ausgeht von den verschiedenen Sparten, wie zum Beispiel auch, erinnern wir uns an die Waffensparten und Stahlsparten Deutschlands, die, wo die Gelder geflossen sind hin zu einem wahnsinnigen Hitler, der also ein pseudo-evolutionsbiologisches Konzept sozusagen bis zum Wahn gesteigert hatte und deswegen und dafür dann 60 Millionen Menschen in den Tod gebracht hat, also umgebracht hat, und wo als einziges die Waffen- und Stahlsparten profitiert haben von diesem Wahngebilde. Und genau überall der normale Mensch, der jetzt vielleicht hier zuhört und denkt, er wüsste alles besser, der ist in Wirklichkeit einfach nur völlig dumm, also dumm und durchmanipuliert von oben bis unten, traut sich ja deswegen dann auch wahrscheinlich nicht in unsere Talkshows, wo ihm natürlich aufgezeigt würde, wo er sich überall irrt, ja. Wir sind Die alle sind so durchgehirngewaschen durch die vorteilbringenden Irrtümer all der verschiedenen Sparten, die unsere Gehirne, die vorteilbringenden Irrtümer, die VIs, weil eben von den Sparten aus riesige Geldflüsse auch dazu führen, dass in den Journalisten, in den Spielfilmemachern, in den Politikern und Parteien sich dann ausschließlich auch diese gleichen vorteilbringenden Irrtümer der reichen Sparten der Menschheit befinden sozusagen und dadurch alles eine einzige, wahrscheinlich nicht mehr stoppbare Gesamtgehirnwäsche darstellt und wir alle Menschen am Ende nur noch Opfer bleiben und damit auch ich und der Weltrat und die Next Scientists for Future, wir alle Opfer bleiben. Das heißt also, dass auch die Lösung, die zwei Lösungen, einmal die Partei des Gemeinwohls, PDG, als die politische Möglichkeit der Lösung, die ja beraten wird von Weltrat und Next Scientists for Future. Und dann die andere Lösung, nämlich dass sofort aus diesem kranken Weltsystem aussteigen, in die Kommune wechseln, was ja möglich ist, weil was ja die, wir haben ja im Prinzip 10 Locations in Deutschland zur Verfügung, wo Platz wäre, die, das Leben und die Welt gesund neu zu entwickeln, ja, und eben sich zu entmanipulieren, sich die Gehirnwäsche rauszuschmeißen aus dem eigenen Gehirn, die Propaganda, aber die Menschen sind so durchmanipuliert, dass sie alles wollen, nur nicht entmanipuliert werden, nur nicht die Gehirnwäsche, ihr Gehirn, also ihr gewaschenes Gehirn ändern und ihr Propaganda, die Propaganda, die ist ihnen so lieb geworden, dass sie sich damit identifiziert haben, mehr oder weniger stark,
so dass sie auch die VIAT scheuen, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie beziehungsweise Technik, und deswegen auch eben die Mehrgenerationen, Lebensgemeinschaften beziehungsweise Kommunensupervision scheuen mit dem Plenum. Ja, bei dem Filmbericht gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über die Kommune Niederkaufungen, da wurde ein nerviges und offensichtlich viele Leute stressendes Plenum gezeigt und wo auch alles Entscheidende gefehlt hat, nämlich erstens sind Konflikte da, müssen wir eine Sofortmediation machen, eine Konfliktschlichtung. Zweitens, Irrtümer, wo irrst du dich, wo irr ich mich, wo irr ich mich, wo irrst du dich? Drittens, ist das Wohlfühlen super, sind alle super glücklich? All diese Dinge wurden dort nicht besprochen, und diese Kommunen-Niederkaufungen, die sozusagen dieser Filmbericht zeigte ganz deutlich, dass die Menschen dort nicht wirklich glücklich waren, dass sie ständig hin und her schwankten letztendlich, ja, die Kommune verlassen und irgendwann mal wieder zurückkommen manchmal, und dass generell viel zu wenige Leute in dieser Kommune, das ist übrigens unser kostenloses Kommunensupervisionsangebot, auch für andere Kommunen, nicht nur für die eigenen 10 Projekte, in die man ja direkt einsteigen könnte, auch in dem Samstalk. Jeden Samstag kann man also online da mittalken. Und in der im Plenum, wo man sich auch für die Kommunen vorstellen kann und einfinden kann und so weiter. Ja, und welche Lösungswege, wo haben wir es? Welche 2 Rettungswege gibt es denn noch, wenn es überhaupt einen gibt? Denn Ceterum censeo ist, dass wir gar keine Rettungschance mehr haben, weil die Diktatur der Spaten unschlagbar ist und die Menschheit sich dadurch in einer Sackgasse befindet, und es wäre besser, wenn es mit einem Schalter die gesamte Menschheit ausgeschaltet würde, ohne dass jemand leiden müsste. Denn sonst läuft hier das Schrecken ohne Ende, das Leiden ohne Ende einfach nur unendlich weiter, und wir können nichts machen. Aber wenn überhaupt, gibt es also nur noch 2 Rettungswege, wenn überhaupt, und die 2 sind eben, ja, einmal, wo ist es? Gucken wir uns mal die, ach nee, das ist die falsche Seite. Gucken wir mal Blick auf die Partei des Gemeinwohls, ja, denn PDG, Sie müssen also danach googeln oder hier das eintippen. Ja, Gemeinwohlwirtschaft wäre Weltrettung und Geldrettung mit monatlich 600 Euro netto zusätzlich im Geldbeutel aller Arbeitenden und circa, man vermutet, dass man 200 Euro. Ja, da war gerade ein Telefonanruf. So, weiter geht's. Also circa 200 € monatlichen Rentenerhöhung für alle, die Renten beziehen. Das dürfte drin sein, ungefähr. Also man hat das überschlagen. Es könnten wahrscheinlich um die 200 sein. Können auch viel mehr sein. Vielleicht ein Tick weniger, aber und so weiter. Ja, und das ist halt der Punkt, dass wir haben also nur noch, um da nochmal zurückzukommen hier, wir haben nur noch, wenn es überhaupt noch eine Rettungsmöglichkeit für die auch immer kleiner werdenden Gehirne der Menschheit, denn das ist ja sozusagen wie sagt man, Gehirnwäsche im Rahmen der Diktatur der Spaten, in denen wir leben, die führt eben ja dazu, dass
dass eben auch die Gehirne immer kleiner werden, weil eben die Sozialspaten immer mehr dafür sorgen, dass Menschen mit kleinen, nicht leistungsfähigen Gehirnen geboren werden, weil diese die ideale Kundschaft darstellen für die Sozialspaten und für die Wohlfahrtssparten. Und das trifft Deutschland als erstes Land der Erde, weil Deutschland den größten Sozialstaat der Erde hat, den attraktivsten Sozialstaat der Erde hat, und deswegen wird Deutschland auch als erstes total zerstört werden durch die Gehirnwäsche und Propaganda der Sozialspaten, die eben in Deutschland zu einem drastischen Rückgang der Leistungsfähigkeit führen, weil fast nur noch kleine Gehirne geboren werden und kaum noch große Gehirne geboren werden. Und dadurch ist das Ende Deutschlands vorgezeichnet. Es sei denn, wie gesagt, wir gehen diese zwei Rettungswege, aber das können die meisten nicht. Das sehen wir ja, dass das fast niemand kann. Und jetzt gucke ich noch mal, was ich jetzt sagen wollte. Ach so, nee, ich werde jetzt einfach mal lesen, was ich zu lesen habe dazu. Also, die zwei Rettungswege, wenn die Menschheit dazu nicht doch schon zu dumm ist und schon endgültig verloren ist in der Dummheit, denn wir müssen uns ja klar sein, schon vor 40.000 Jahren, als wir ein Gehirnmaximum hatten, durchschnittlich 1,5 Liter große Gehirne, also schwanken zwischen vielleicht sogar 2,2 Litern und vielleicht 800 Millilitern oder so ähnlich, oder vielleicht auch nur schwanken zwischen, ja, 900 Milliliter und 2,1 Litern und so weiter. Also als wir verglichen mit heute noch ein riesiges Gehirn hatten, waren wir ja auch nicht in der Lage, die Diktatur der Spaten zu verstehen, die damals ja auch schon im Hochkommen war vor 40.000 Jahren, ja. Vor 40.000 Jahren kam ja sogar dann auch schon die Erfindung des Geldes allmählich auf, die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht, und bahnte sich an und so weiter. Also das heißt, auch damals waren wir ja schon zu dumm, das Problem zu erkennen, geschweige denn zu lösen. Und heute ist das Schöne, es gab Leute, den Weltrat, die Next Scientist for Future und die Partei des Gemeinwohls, die klug genug sind, das Problem potenziell zu lösen. Und jetzt zeigt sich nur, dass der Rest der Menschheit zu dumm dafür ist. Na gut, gucken wir mal, vielleicht doch nicht, ne? Vielleicht doch nicht. Vielleicht hört ja jetzt gerade jemand zu, der eben nicht zu dumm ist, um zu verstehen, von was wir da überhaupt reden, ne? Ja, also, der eine Weg wäre die Partei, ja, Politik. Aber der andere Weg wäre, was man sofort machen könnte, kommunenmäßig. Ja, also wir haben ja jeden Samstag die Talkrunde telefonisch oder online wo man direkt sich sozusagen einsprechen kann in die Kommunen hinein, in diese 10 Projekte hinein, mitreden kann und so weiter. Und zwar sollten wir das dann dort so machen, dass wir dort im Moment, zeichnet sich ab, dass wir ein typisches Experiment machen vielleicht. Nämlich ein Experiment, dass wir einmal der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, den man aus Maischberger, aus Stefan Raab und aus allen großen Fernsehsendern des öffentlich-rechtlichen Fernsehens kennt, als den wissenschaftlich vernünftigen Aussteiger der Menschheit sozusagen und Kommunenaufbauer und so weiter, und dass der vielleicht dass die eine Hälfte der Kommune sozusagen vielleicht die wissenschaftliche experimentelle Bedingung A sein könnte. Dort versucht man vernünftiges, verantwortungsvolles, altruistisches Entscheiden auch für die ungeborenen Kinder der Zukunft zu tätigen und so zu versuchen, irgendwie auszusteigen, erstens aus den zwei Geißeln der Erde, nämlich der unendlichen Konsumsucht der Menschheit,
Und aus der damit verb und aus der Überbevölkerung, die zusammen ja sozusagen die ganze Erde zerstören. Also es ist schon, wir sind schon jetzt wahrscheinlich viel zu viele Menschen, weil eben die vorteilbringenden Irrtümer, die Gehirnwäsche dazu geführt hat, dass unsere natürliche Zurückhaltung bei der Geburtenzahl zerstört wurde und wir in einen Überbevölkerungsrausch sozusagen hineingebracht wurden durch all diese Gehirnwäschemechanismen, zum Beispiel auch der Weltsozialspaten, die da auch in diese Richtung kräftig wirken mit ihrer Gehirnwäsche. Und also diese NGOs und Weltsozialspaten, die zweitschlimmste Geißel der Menschheit. Und ja, also Überbevölkerung ist wahrscheinlich schon sicher da, denn wenn ich mir vorstelle, dass wir alle Menschen der Erde, die jetzigen 8 Milliarden Menschen mit gesunder Permakultur, gesundem, echten, biologisch natürlichen Ursorten, Rückzüchtungs, gesundem, kerngesunder, gesundheitsförderlicher Nahrung versorgen sollen, dann könnte es sein, dass wir das bei 8 Milliarden Menschen gar nicht hinkriegen. Da wäre ich jedenfalls nicht sicher. Ja? Und die andere Geschichte ist, dass eben diese Konsumsucht, also die psychische Zerstörung, die Grundkrankheiten der Marktwirtschaft, die Volkskrankheiten und Zivilisationskrankheiten, die die weltweite Marktwirtschaft erbracht hat, nämlich Einsamkeit, Depression und Sucht, besonders Konsumsucht, Kaufsucht, Shoppingsucht, Reisesucht und was auch immer Sucht, diese, da knickt die Erde ein. Das ist einfach zu viel Müll und Dreck und Zerstörung, diese unendliche Konsumsucht, die ja zum Glück auch Professor Nico Pech von seiner Postwachstumsökonomie auch zumindest im Blick hat, auch wenn er sonst weiter nicht davon leider nicht versteht, dass nur Gemeinwohlwirtschaft der Weg daraus ist aus dem Ganzen, ne? Ja, und da, dann die zweite experimentelle Bedingung in den Kommunen könnte sein, die urmatriarchale, pazifistische Bonobo in Klammern Homo erectus, Klammer zu, Schenker kommunistische Gruppenehe mit dem Infantizidverhinderungs- und sexuellen Missbrauchsverhinderungs Mechanismen und Systemen, was ich früher genannt habe, die Infantizidverhinderungsgroßgruppenpaarungssysteme, nennen wir sie aber liebevoller die Gruppenehen, ja, die, also wenn ich Gruppenehe sage, meine ich damit das Ganze. Und da versucht man quasi eigentlich die genetisch vorhandenen, naturgegebenen, natürlichen, wahrscheinlich noch vorhandenen Mechanismen zu nutzen, um eine völlige Reduktion der erdzerstörerischen Konsumsucht und Überbevölkerung zu bewirken, ja, und so dass wir also sozusagen einmal ja vernünftige Verantwortungsgemeinschaften haben und ach so, und dann habe ich eine Sendung gesehen gerade, dass es also in Frankreich soll es auch, also da wurde in der Sendung wurde berichtet, wie der Staat ja zum Beispiel die monogame Ehe einerseits fördert, aber wie sich das so langsam öffnet, wie sogar die FDP und wie in Frankreich man sich auch öffnet, vielleicht für Gruppenbeziehungen, Pakte, Gruppenlebensgemeinschaften, Verantwortungsgemeinschaften, die Zweier-Ehe, die heterosexuelle, monogame Ehe überschreiten. Wir haben einmal die homosexuellen Verantwortungsgemeinschaften und Pakte und Gruppen und Ehen und dass dann auch geredet wurde, auch über größere sozusagen
Gruppierungen, die dann auch staatlich gefördert werden könnten als zukünftige Vereinsverantwortungsgemeinschaften. Das würde bedeuten, dass auch diese Gruppenehen, die ich eben skizziert habe, sozusagen Gruppenehen dann auch sozusagen gefördert werden könnten staatlich. Also in Frankreich und bei der FDP wird offensichtlich schon in solche Richtungen vorgefühlt oder gedacht, ne? Ja, und das bedeutet also, dass bei der Gruppenehe, bei der vernünftigen Sache, müsste alles gedacht werden. Da müsste auch zum Beispiel daran immer gedacht werden, dass natürlich, wenn dann eine verantwortungsbewusste, vernünftige, freiwillige Zuchtwahl getroffen wird, dass natürlich aber geguckt wird, können die sich überhaupt riechen, die zwei, die da vielleicht ein Kind in die Welt setzen sollen und so weiter, können die, passen die Immunsysteme zueinander, was sich am Geruch zeigt, ja, der Geruch warnt davor, wenn man jemanden nicht riechen kann, dann würde das Kind mit einem geschwächlichen Immunsystem geboren und wäre dann nicht überlebensfähig, ja, das muss ja verhindert werden, ja, und auf der anderen Seite ist es eben so, dass bei der Gruppenehe man quasi alle biologischen Mechanismen hätte, also man müsste bei der Vernunftabteilung, bei der Abteilung A, experimentellen Bedingung A, müsste man also auch gucken, dass man ein Auge drauf hält, ob es nicht zu sexuellem aggressiven und verletzendem Missbrauch kommt, von Kindern zum Beispiel, und dass es auch nicht zu Kindstötungen und Gewalt und Kinderquälerei kommt, was ja sehr verbreitet bei uns Säugetieren ist, nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei anderen Säugetieren. Und ja, das muss man dann immer kontrollieren und im Blick halten. Da muss man also das geistig überwachen. Und die Gruppenehe, da würde ich ja hoffen, dass die auch ohne diese Mechanismen funktioniert, dass die Leute, weil sie den ganzen Tag mit körperlicher Liebe auch beschäftigt sind, gar keine Zeit mehr für die Konsumsucht haben, sozusagen dadurch die völlige Übernutzung der Erde zurückgeht und dass dann auch wieder die biologischen Geburtenverhinderungsmechanismen von uns hochentwickelten Säugetieren wieder funktionieren. Und wenn wir dann auch noch auf die naturrechtlich gegebenen, wie heißt es bei der linken Frauenemanzipation, mein Bauch gehört mir und in der Natur, nach Naturrecht hieß es sogar noch, mein Neugeborenes gehört ganz allein mir und ich entscheide, ob es lebt oder stirbt. Und diese, wenn man all diese Mechanismen dann wieder hätte in der Gruppenehe, dann würde auch schlagartig die Überbevölkerung zurückgehen und wir alle wieder vernünftig da werden und glücklich und liebevoll und so weiter werden. Und ja, dann habe ich diese Seite erledigt, kann sie wegwerfen. Übrigens hier unten rechts, wo jetzt die Maus steht, an dem rundlichen Ding, anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, schneller hören macht immer Freude. Ich höre alles immer schneller, besonders weil ich so langsam rede. So, also dieses Experiment, ich fasse nochmal zusammen, dieses Experiment, also ich kann da ja mal ein Bild dazu zeigen, ja, so hier Experiment, was könnte man da als Bild nehmen, vielleicht das hier. Man hätte also zum Beispiel 10 Kommuneprojekte und in jedem Kommuneprojekt wäre dann ein Teil davon wäre die Verantwortungskommune und der andere Teil wäre die Gruppenehe mit der Nutzung der Naturmechanismen und dann könnte man ja sehen, wo sich ein schnellerer Ausstieg aus Konsumsucht und Überbevölkerung und aus Kindesmissbrauch, sexuellen Missbrauch, Gewalt, Kindstötung und so weiter, wo sich dann das besser entwickelt. Das kann man ja dann experimentell gucken. Ne?
Und ja, das ist der Punkt. Also Gruppenehe, Weltlage verbessern durch das Ende der Konsumsucht. Während ja zum Beispiel der Begründer der Idee der Verantwortungskommunen, also der durchdachten und durch Denken gesteuerten, verantwortlichen Kommunengestaltung ja beklagt, dass auch sein eigener Sohn es ihm dem wichtiger ist, Fortnite oder ähnliche Computerspiele zu spielen, die ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich kenne das gar nicht, und dass auch er sieht, da kommt, für viele Menschen kommt eben irgendwo irgendeine Variante dessen, was Brecht gemeint hat mit dem Satz, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Also, dass es da eben doch eben in Menschen doch eben leider Mechanismen gibt. Und wenn es vielleicht nur das ist, dass der Junge vielleicht mit seiner Peer Group, seiner Mitschüler irgendwie die biologische Tendenz hat, mit der leben zu wollen und so, dass der Vater und die Mutter da nicht mehr so wichtig sind und ihm deswegen die Computerspieler wichtiger sind, als sich mit der klugen Kommune zu beschäftigen, weil seine Kommune vielleicht biologisch, genetisch doch seine Peer Group vielleicht ist. Und ja, da sieht man also, dass das könnten auch die Grenzen der Verantwortungskommunen sein, dass eben die Menschen doch irgendwie auch noch andere genetische, biologische, gesund egoistische Elemente in sich haben, die auch zu einem durchaus einem Mitlaufen mit der Peer Group, mit dem Strom, Schwimmen und so weiter führen, weil der Mensch eben doch genetisch teilweise ein Herdentier ist und deswegen dann es vielleicht doch nötig ist, dass er in einer Gruppenehe lebt, in der einfach auch die Herde in eine andere, bessere Richtung läuft, sodass dann auch die Versuchung eines Rückfalls nicht mehr so groß ist, sozusagen. Ja, und dann. Also wir haben dann also immer einmal die vernünftige, verantwortliche, freie Argumentekultur beziehungsweise FRAG, Entscheidungsfindung, die letztendlich ethisch, moralisch, altruistisch bleibt. Also so nach dem Motto dann auch die Frage, was bewirkt mehr Gutes tun? Denn das ist ja das Schöne, dass der Diplom-Theologe Jürgen Wagner so gut harmoniert. Ja, wieder Telefonanruf, aber ja, also ich lese mal weiter. Ich wollte jetzt ja gerade sagen, dass also dieses ethisch-moralische, altruistische, es kommt, also mir geht's nur darum, dass Gutes tun geschieht, weil ich unter dem Schlechtes tun, dem nicht bewussten Schlechtes tun der Menschheit mir gegenüber, die auch mein Leben zerstört und ich bin in der Lage wahrzunehmen, dass mein Leben tatsächlich zerstört wird, während die gehirngewaschenen Menschen dieses Dahinvegetieren und dieses Leiden ohne Ende und dieses Leben in Einsamkeit, Depression und Sucht für Leben halten. Also das ist halt das Ergebnis von Gehirnwäsche, Propaganda und Manipulation, dass die Masse der Menschen dieses Dahinvegetieren in der Marktwirtschaft für Leben hält. Na, so kann man sich halt irren, wenn man gehirngewaschen ist. Und ja, das Gute ist ja, dass auch ihm geht es auch nur um die Frage, wie können wir Gutes tun, maximieren und vermehren. Und auch nur mir geht es darum, und für mich wäre es dann interessant zu sehen, geht es in den Gruppenehen schneller Richtung Gutes tun oder geht es etwas schneller in den vernünftigen, verantwortlichen Gruppen und so weiter. Ja, also hier werden die Naturmechanismen, die genetischen Mechanismen des Menschen aus meiner Sicht vollumfänglich genutzt und ausgenutzt für die Verbesserung der Situation. Das heißt, wir nehmen einfach nur das Zerstörerische, die Erfindung der Marktwirtschaft weg, was ja dann auch durch die Gemeinwohlwirtschaft bräuchten wir bei den Kommunen erst ab dem Moment, wo wir überhaupt sowas wie Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung, Ferntauschhandel und damit Marktwirtschaft wieder gefährdet sind einzuführen oder wo wir das machen wollen, dann brauchen wir, um die Beziehungen, die Wirtschaftsbeziehungen zu regeln, die Gemeinwohlwirtschaft, die wir ja dann, deren Konzept wir ja in der Partei des Gemeinwohls dann hier
Ach, das hätte ich mir jetzt auch leichter machen können. Also ich könnte ja auch einfach so machen können. Wir haben das ganze Jahr dann hier. Wo ist es? Ja, hier hätte ich es ja zeigen können. In der Partei des Gemeinwohls haben wir ja das gesamte Programm, wie dann die wirtschaftlichen Beziehungen nicht mehr so zerstörerisch wie in der Marktwirtschaft, so glückszerstörerisch, Gesundheits- und Wohlstandszerstörerisch ablaufen könnten, sondern förderlich, menschenförderlich ablaufen könnten. Ne? Also das wäre die, dann hätte man, wir haben also alles zusammen, wir haben alle Lösungen zusammen und das Gehirn der Menschen reicht nicht dafür aus. Wir kommen immer wieder an dieselbe Stelle. Die Masse der Menschen ist so gehirngewaschen durch die Diktatur der Spaten und so durchmanipuliert und auf der anderen Seite zu dumm, um das zu durchschauen, sodass wir da nicht rauskommen. Ne? Ja, aber nochmal zurück zu dieser Frage. Ja, also hier, ich lese ja gerade vor. Also kann die verantwortungsbewusste, freie Argumentekultur Vernunft ist besser als die Naturlösung, die Gruppenehe, die Bonobo Homo erectus Schenker Gruppenehe, also dieses Zurück zur Natur, wer kann es besser? Die vollendete geistige, verantwortungsbewusste, vernünftige, freie Argumentekultursteuerung? Oder die dem ja auch aufgeschlossene, aber die na, zurück zur Naturlösung, Rousseaus, also back to nature, also zurück zur Naturlösung der Gruppenehe. Ne? Also ich würde natürlich gerne dann in der Gruppenehe mitleben. Ne? Ja, das war diese Seite. Und jetzt habe ich nur noch eine kurze Seite. Jetzt lese ich nur noch mal den Rest vor. Frauen, das ist ja noch ein Diskussionspunkt gewesen mit der Verantwortungskommune sozusagen. Frauen können die höheren Leistungen für die Gemeinschaft weit jenseits der Früchtebeibringung sehr wohl einschätzen. Also wenn da Frauen sind ja jetzt heute auch klüger als die Bonobo-Frauen und die können natürlich auch sehen, wer viel wertvollere Beiträge für die Gemeinschaft liefert, als nur Früchte beizubringen. Und insofern würde natürlich dort auch dann diese Steuerungsfähigkeit oder das Helfen sozusagen würde in beiden Kommunen gewürdigt werden, also in der zurück zur Natur Gruppenehe, genauso wie in der verantwortungsbewussten Kommune, würden ja immer das gewürdigt werden. Auf der anderen Seite, auch gerade wenn ich an das Olfaktorische denke, also an die Geruchssteuerung, die wichtig ist für die Genqualität der Immunsysteme, der Kind, der Neugeborenen, da versucht halt der Diplomtheologe Jürgen Wagner da letztendlich ja auch in mancher Hinsicht versucht er besser zu sein als die Natur. Gelingt das? Das wird die interessante, experimentell zu beantwortende Frage sein, auch beim sexuellen Missbrauch und so weiter. Also Gruppenehe, zurück zur Natur, Gruppenehe versus verantwortliche Zuchtwahl und so weiter, freiwillige Zuchtwahl und so weiter. Ja, und das deckt sich auch so mit dem Thema, das der Herr Lischka reingebracht hat von der Partei des Gemeinwohls, Altruismus versus Egoismus. Das ist auch so hier die Frage. In der Gruppenehe können wir viel mehr auch dem gesunden Egoismus der Menschen freien Lauf lassen und kriegen trotzdem gute Ergebnisse, wie ich erhoffe, ja, und müssen nicht versuchen, durch ethisch-moralische Diskussion den Altruismus hochzufahren, was vielleicht sehr schwierig ist, ja. Also hier steht das jetzt mit Niederkaufungen, der Fernsehbericht, ganz großer Fernsehbericht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die ist ja in Nordhessen, glaube ich, in der Nähe von Kassel. Das zeigt mir, wie unattraktiv all die anderen Kommunen sind, Zeg, Tamera, Niederkaufung. Das ist eben auch nur ein Beispiel gewesen für eine dieser vielen unattraktiven Kommunen und Gruppen und so weiter. Viel zu wenig Leute, es ist ein ständiges Kommen und Gehen, weil eben die Kommune nicht deutlich attraktiver ist als das Leben im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft.
Allerdings zeigt dieser Bericht das einzig Positive, nämlich dass man eben in einem Großkommunenprojekt mehrere Teilbereiche, die haben dort mehrere Wohngemeinschaften, mehrere Wirtschaftsbereiche haben kann. Genauso kann man dann eben diese experimentelle Spaltung machen. Ein Teil der Kommune, Back-to-Nature-Gruppen eher hier. Und ein Teil der Kommunen, und da wir ja 10 Projekte haben, könnte man 10-mal dieses Experiment machen und könnte einfach gucken, was sich besser bewährt. Und wenn die Leute in der Hälfte glücklicher sind, dann würde ich mich natürlich dann für diese Hälfte, für die Verantwortungskommune entscheiden. Und wenn diese sich glücklicher entwickelt, würde ich mich für die Gruppenehe entscheiden. Ja? Denn mir persönlich wäre es wichtiger, dass ich glücklicher lebe, als dass ich die ganze Welt rette. Denn dafür habe ich, glaube ich, keine gute Genetik. Ja? Ich bin ja nur Weltretter geworden, weil ich selber glücklicher werden will mit der geretteten Welt und mit den. Ich will ja nur ihr, liebe Zuhörer, ich will ja nur euer Lebensglück, weil ohne dass ihr glücklich seid, gibt es keine glückliche Gruppenehe mit euch. Ne? Kann es nicht geben. Ja, das war's doch für diese wissenschaftliche Talkshow. Ich gehe zurück auf unsere Ausgangsseite. Na, das war die falsche. Ja, also alle, die jetzt zugehört haben und naseweis denken sie, wir würden uns da alle irren und das was für ein, und würden uns am liebsten beleidigen, all diese Verbrecher, die oft zuhören und dann immer nur die Leute beleidigen wollen. Ja, das sind halt alles dumme Opfer der Massenmanipulation und Gehirnwäsche und Propaganda ohne jegliche Selbsterkenntnis und Selbstreflexionsfähigkeit. Und ich hoffe nur auf den einen Menschen, die eine Person, die vielleicht zugehört hat und sagt, ja hoppla, vielleicht bleiben mir nur diese zwei Wege, Partei des Gemeinwohls und Kommune. Also hier, ich zeige es nochmal hier zum Schluss. Also, was haben wir denn hier? Upp. Da war es die Partei des Gemeinwohls, beratend vom Weltrat, Next Scientists for Future. Und die Kommunensupervision oder Kommune, wenn Sie selbst schon eine Kommune haben, dann Kommunensupervision, denn sonst werden Sie genauso eine schlechte Kommune haben wie die Kommune Niederkaufungen. Tschüssi, bis bald.